Mir ist in erster Linie wichtig, meine Community zu unterhalten. Dass man jetzt auf den ersten Platz ist, dass man so eine große Reichweite hat, ist natürlich sehr, sehr nice. Also es geht an einem nicht vorbei und man fühlt sich auch sehr, sehr geehrt. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Bestätigung, dass die Arbeit, die man macht und wo man auch Herzblut reinsteckt und Passion, dass das gut ankommt und dass das auch was Nachhaltiges für die Community ist. Mein Name ist Younes, ich bin selbstständig, Unternehmer und mache kreatives Zeug im Internet. Ich bin in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Marokko. Meine Mutter ist in Deutschland aufgewachsen und geboren. Ihre Eltern kommen aus Marokko. Die kommen aus Nador. Mein Vater ist in Marokko aufgewachsen und geboren, in der Nähe von Fes. Als er 7 war, ist er dann mit seinem Vater, mit meinem Opa nach Deutschland gezogen. Also so wie ich das mitbekommen habe, erzählt bekommen habe, war das so als wie so eine Gastarbeiterfamilie und haben sich ein besseres Leben in Deutschland erhofft. Ich bin eigentlich nur in Deutschland aufgewachsen. Wir waren immer in den Sommerferien in Marokko. Wir sind dann immer mit dem Auto bis unten runter nach Spanien gefahren. Und dann waren wir immer 6 Wochen in Marokko. Und dann immer im Dorf bei meiner Familie. Am Anfang cool, aber dann irgendwann jedes Jahr das Gleiche. Also ich bin im Gallus aufgewachsen, in einer Gegend, Nachbarschaft, wo viele Familien mit einem Migrationshintergrund gelebt haben. Dementsprechend war damals auch mein Freundeskreis so. Und dann mit dem 7., 8. Lebensjahr sind wir dann in eine kleine Vorstadt in Frankfurt hingezogen, wo es ein bisschen ruhiger war. Ich wollte damals Fußballprofi werden. Ich durfte nie nach Frankfurt oder Mainz oder so. Ich durfte immer nur in der Stadt bleiben, wo ich gewohnt habe, damals Flörsheim. Und bin dann immer heimlich dann nach Mainz zum Beispiel gefahren, habe dort im Fußballverein gekickt. Und das so, ohne dass meine Eltern das wussten. Weil meine Eltern waren immer so getrimmt, so, ey, du machst deine Schule, mach uns stolz. Und ich wollte aber immer Fußballer werden. 3, 2, 1. Messi, 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 immens Messi, ancora 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 Messi. Ich habe das, bis ich 19 war, verfolgt, war aber nicht gut genug für Profifußballer, hat es nie gereicht. Also es gab wenige Momente, wo ich in meinem Leben geweint habe, da habe ich geweint, als ich dann realisiert habe, so ey, Profifußballer wird nicht, du bist zu weit entfernt und es ist, glaube ich, jetzt wichtiger, so die Schulbank zu drücken. Also ich war jetzt auf der Realschule kein Vorzeigeschüler, aber schon so ein kleiner Klassenclown. Ich weiß auf jeden Fall noch 10. Klasse, ich stand zwischen 3 und 4. Da hat mir meine Mathelehrerin extra eine 4 reingedrückt, damit ich die Fachhochschulreife nicht kriege. Weil die gemeint hat, ja, ich glaube, es ist besser, wenn du eine Ausbildung machst, Younes. Aber ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte weiter Schule machen. Und dann musste ich mich halt bei ganz vielen Schulen bewerben. Und das Problem war aber, dass ich keine Eignung bekommen habe, hat mich da keiner angenommen. Und dann habe ich halt ganz viele Bewerbungen rausgeschickt und hat mich irgendwann eine Wirtschaftsinformatikschule angenommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gar keine Informatik gehabt, also ich hatte gar keine Ahnung von Informatik gehabt. Aber Ende vom Lied, ich hatte Informatik eine 1 gehabt und habe dann Wirtschaftsinformatik studiert dann. Auch so, ey, eine Tür hat sich geschlossen, die andere hat sich geöffnet. Und das war dann halt auch so wegweisend. Dann in der Uni, das war eigentlich auch ganz gut. Ich habe das jetzt bis zum 4. Semester studiert, also Anfang 4. Semester. Dann kam dann Social Media dazu und dann kam dann so der große Durchbruch. Und dann ab dem 4. Semester habe ich dann meine Uni pausiert. Social Media an sich mache ich jetzt eigentlich sogar jetzt schon 9 Jahre, es sind sogar schon 9 Jahre jetzt mittlerweile. Ich habe damals Vine sehr gefeiert, so King Badge, Logan Paul, Anwar, Henna, Lele Pons, damals auch so oft bei der deutschen Community so Alberto und Simon Desi, so damals so, die so angefangen haben. Ja, das waren so
meine Vorbilder. Habe auch angefangen dann so mit Facebook-Videos. Und dann während der Studiumzeit habe ich halt meinen Fokus ein bisschen auf Instagram gelegt. Also habe mich viel ausprobiert. Von Comedy zu Fashion, dann Street-Comedy, Street-Interviews und solche Sachen. Und dann hat irgendwann mein damaliger, nicht mein Personal-Fotograf, aber der mich ab und zu fotografiert hat mal, zu mir gesagt, ey, guck mal, ich habe TikTok, ich habe da ein Video hochgeladen. Und das hatte 1 Million Views. Und damals auf meinem Instagram-Profil, wenn ich Videos hochgeladen habe, hatte das 500 Views so. Ja? Und ich dachte so, wow, 1 Million Views, unfassbar. Dann habe ich TikTok mir runtergeladen. 22. August 2019 habe ich mein allererstes Video hochgeladen. Dann am ersten Tag habe ich 12 oder 15 Abonnenten, glaube ich, bekommen. Und war schon mega stolz. Ich dachte so, oh, wow, 12, 15 Abonnenten, woher kommen die? So, hey. But that's alright. Ich war jetzt kein Künstler in dem Sinne, dass ich coole Sachen zeichnen konnte oder so, aber ich habe Sachen immer auf meine Art und Weise gesehen. Dieser kreative Input kam dann, weiß ich ganz genau noch, war dann in der Bahn und war auf TikTok und dann gab es da so ein kreatives Video. Da hat so ein Mädchen Wasser auf so eine Kamera, auf ihre Handykamera draufgepackt und ist dann ganz nah mit dem Auge gekommen und dadurch gab es dann so einen Lupeneffekt. Das war so ein kreativer Trend damals. Und dann dachte ich mir so, wenn ich zu Hause bin, mache ich das Video. Das war dann mein erstes Video und dann durch das Video haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, ey, das Video ist fake, das funktioniert gar nicht, die haben das auch probiert und so und gesagt, ja, ey, zeig mal, wie du es gemacht hast. Und dann durch dieses Feedback habe ich am nächsten Tag ein Behind the Scenes hochgeladen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 18.000 Abonnenten auf TikTok gehabt und dann ist das Behind the Scenes, das Tutorial, wo ich gezeigt habe, ey, Leute, das ist echt, so müsst ihr das machen, ist dann mit 40 Millionen Views viral gegangen und das war dann so der Startschuss so von unserer kreativen Karriere. Yeah. I was running through the six with my walls. Er hat da seinen Master gemacht, dual, und ich habe meinen Bachelor dual gemacht. Und wir haben in derselben Firma gearbeitet damals. Da haben wir einfach gemerkt, das passt freundschaftlich sehr gut und auch beruflich. Haben dann mal geschaut, was kann man so zusammen machen. Und ich habe natürlich mitbekommen, dass Younes die ganze Zeit irgendwas Social Media technisch machen wollte. Also er hat immer, egal was wir gemacht haben, Stories gepostet. Also Younes ist auf jeden Fall der Kreative und sehr euphorisch. Und ich bin eher der nicht vor der Kamera steht, sondern hinten. Und ich schaue mir das objektiv an und bespreche das dann nochmal mit ihm sehr kritisch, um wirklich auch zu sehen, welche Vor- und Nachteile hat das. Also es ist ja wichtig auch für die Videos. Es bringt ja nichts, wenn ich nur Ja-Sager an meiner Seite habe, die, egal was ich mache, sagen, ey, es ist cool. Ich meine, ich bin noch jung, 24 Jahre jung, ich habe noch das ganze Leben vor mir, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt. Ich versuche mich ja zu verbessern, deswegen ist das schon wichtig, glaube ich, dass man so eine Person an seiner Seite hat. Er ist der kleine Bruder, den ich mir gewünscht habe. Und Younes, muss man wissen, bei seiner Arbeit, eine 1 reicht ihm nicht. Er will dieses Sternchen haben. Das ist das Besondere. Und den Anspruch habe ich auch an die Arbeit, die ich mache. Und da ergänzen wir uns halt super. Tech-Team. Ich wurde von meinen Eltern islamisch erzogen. Meine Eltern kommen auch aus einer sehr islamischen Familie. Später auch 5-mal am Tag. Und das ist auch so ein Ausgleich. Das ist ja wie viele für viele Leute dieses Meditieren und sowas. Das ist für mich dann das Beten einfach und diese Glaubensrichtung, die Glaubensart. Das ist da einfach, wo ich auch runterkommen kann und einfach abschalten kann. Und ist auf jeden Fall auch eine gute Balance für mich. Also auf Reisen gibt es zum Beispiel auch andere Gebräuche. So muss man trotzdem 5-mal am Tag beten. Aber da kann man dann die Gebete zum Beispiel am Abend dann alle auf einmal verrichten. Wenn ich jetzt im Flieger bin oder so, dann ist das schwer natürlich zu beten. Ansonsten versuche ich eigentlich immer meine Gebete rechtzeitig einzuhalten. Ist natürlich manchmal schwer dann bei den Videodrehs, auch wenn ich jetzt hier zu Hause Video drehe oder mit meinem ganzen Team rausgehe dann für 1-2 Tage und dann produziere. Schwer die Gebete einzuhalten, aber ich gebe dann mein Bestes. Ich habe auf einer Seite muslimische Follower, dann habe ich auf der anderen Seite auch eine kleinere LGBTQ-Community. Da ist immer so ein bisschen so zwiegespalten, wenn ich jetzt zum Beispiel Themen anspreche oder so, jetzt, die irgendwie Richtung Islam gehen.
Da gibt es auch Leute, die dann was dagegen sagen, aber auf der anderen Seite auch dann. Das ist immer so ein schmaler Grat zwischen den einzelnen Communities. Aber ich gebe da mein Bestes, dass ich da alle zufriedenstellen kann und da sich keiner angegriffen fühlt. Mir ist zum Beispiel wichtig einfach, dass eine Person einfach mir mit Respekt gegenübertretet. Und dann ist es mir egal, ob diese Person, keine Ahnung, schwarz ist, weiß ist, aus Israel kommt oder aus Marokko kommt oder keine Ahnung. Ich mache da auch irgendwie, weil er jetzt Marokkaner ist, ist es mir egal. Oder ist es jetzt nicht irgendwie so, okay, ich behandle den besser oder so. Für mich ist immer wichtig, dass man sich mit Respekt gegenübertretet und einfach freundlich ist. Und ja, da ist mir die ethische Gruppe eigentlich egal. Ne? Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich verbinde sehr viel mit Deutschland, aber ich kann auch nicht ohne Marokko. Ich merke es auch selber, wenn ich jetzt irgendwie Wochen jetzt im Ausland bin oder so, vermisse ich schon manchmal Deutschland, gerade so die Strukturen hier und dass es alles so geordnet zugeht. Natürlich manchmal viel Papierkram und so, das hast du nicht gesehen. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Hey Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war meine Germania-Folge und mich würde jetzt interessieren, wer euer Lieblings-TikToker ist. Und wenn ihr keine weitere Folge von Germania verpassen wollt, dann könnt ihr hier einmal abonnieren und hier geht's zu einer anderen Folge.